Wir sind hier heute in Drügeheide vor Ort, weil viele Leute haben bei uns im Büro angerufen und haben uns auf die Situation hier aufmerksam gemacht, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Und zwar haben sie erst aus der Zeitung bzw. aus dem Radio erfahren, dass in diesem Block hier hinter uns 150 Asylanten untergebracht werden sollen. In 2 Wochen soll hier eine Bürgerversammlung stattfinden. Die Leute fragen uns, was auf dieser Bürgerversammlung beraten werden soll, weil die Tatsachen sind ja eigentlich schon klar. 150 Asylanten kommen hier nach Torgelow. Die Meldungen in Nordkorea sind bezeichnend, und zwar wurde da von einer Willkommenskultur gesprochen. Unsere Auffassung ist eine ganz andere, und der Sache werden wir jetzt hier mal auf den Grund gehen. Wir werden mit Leuten sprechen und werden gucken, wie sie die Situation hier vor Ort empfinden. Sie wurden jetzt auch gefordert, hier wegzuziehen, ja, und 2, 3 Blöcke weiterzuziehen. Ja, richtig. Wir haben von der Wohnungsbaugesellschaft jedenfalls die Kündigung gekriegt, ich schon vor einem halben Jahr, aufgrund von Abbrucharbeiten. Ja, was stand in der Kündigung drin? Also Abbrucharbeiten? Was stand denn drin? Da haben wir noch nicht mit offenen Karten gespielt und hat noch nicht gesagt, dass wir Asylanten einziehen. Genau. Das wusste ich noch nicht, und dann war ich dann halt auch mit einverstanden. Ich meine, wenn die Wohnungen leer stehen, bringt das ja für den Wohnungsbau und für die Stadt ja auch nichts, ne? Der Nordkorea hat jetzt auch 2, 3 Mal berichtet über die Situation hier in Torgelow. Wie ist die Situation wirklich vor Ort? Weil man ja weiß, der Nachfolger der Freien Erde, der hält es manchmal nicht ganz so mit den Fakten. Es stand drin, dass hier eine Willkommenskultur herrscht in Drügeheide, dass die Leute damit kein Problem haben, dass jetzt hier 150 Asylanten herkommen. Ist die Situation hier wirklich so? Ja, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also alle Leute, die ich hier kenne, ich wohne hier schon seit 13 Jahren hier. Alle, die ich gefragt habe, also da ist keiner dafür, dass die erstmal, dass die Europen Asylbewerberheim hinkommen. Ja. Weil hier wohnen meistens nur große, ältere Leute. Ja. Wohnen hier, weil sie ihre Ruhe haben. Ja. Ja, wie kann man sich hier denn die Zukunft vorstellen? Ich meine, bis jetzt ist hier alles ruhig. Also ich würde mal denken, also ich habe ja auch 2 eigene Kinder. Also ich würde schon ein bisschen aufpassen, wo ich meine Kinder hinschicke. Und erstens mal, die kann ich ja nicht mehr alleine rausschicken. Ja. Und da teile ich auch mit allen Bürgern hier. Die sagen auch alle, ja, wird das bald aussehen hier. Und ich kann sein Fahrrad nicht mehr draußen stehen lassen. Und alles so eine Sache. Wir haben ja nun auf dem Weg hierher 1, 2 Leute getroffen und konnten uns mit denen unterhalten. Leider wollte niemand vor der Kamera reden. Können Sie sich die Situation erklären, warum niemand vor der Kamera sprechen will? Keiner möchte die Asylanten hier haben. Jeder hat unterschrieben auf dieser Liste, alle Leute, die hier wohnen. Aber keiner möchte vor der Kamera ausgeführt. Können Sie sich die Sache erklären? Ja, aber die meisten Leute Angst haben, dass das irgendwie Konsequenzen nach sich zieht. Die können ja hier auch aus der Wohnung rausgeschmissen werden, oder die werden eben halt von der Stadt oder vom Land unter Druck gesetzt. Und das ist die allgemeine Angst, ist halt. Also so wie der Nordkorea berichtet, dass die Leute sich schon freuen, so ungefähr, dass die Asylanten hierher kommen und eine riesige Willkommenskultur hier veranstaltet wird, das ist nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Also ihr könnt hier jeden fragen, also hier im Block, die sind alle dagegen. Wir haben ja eben gehört davon, der einen Dame, also über 400 Unterschriften wurden schon gesammelt. Und das denke ich mal noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber über 400 Unterschriften heißt ja, dass so gut wie jeder, der hier in Drügeheide wohnhaft ist, auch unterschrieben hat. Und also bis jetzt ist auch irgendwie jemand gewesen, der gesagt hat, schön, dass Sie hierher kommen, nee, oder wir freuen uns. Oder? Nee, also da habe ich noch gar keinen gehabt. Also wird es ja immer öffentlich halt dargestellt. Ne? Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, wo Sie die Kündigung akzeptiert haben, wussten Sie noch nicht, dass Sie also nachher kommen. Nee, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss dann, hätte ja meinen neuen Mietvertrag gar nicht unterschrieben. Und das können sie auch überall zeigen. Ich meine, auch wenn hier kein Bürger was sah, aber ich spreche im Interesse von aller Bürger, die in Drügeheide wohnen, auch in Torgelow. Keiner will die hier haben. Und das ist eine Sauerei. Ich dachte, ich wusste, wie gesagt, dann hätte ich meinen Mietvertrag ja nicht unterschrieben. Ja. Jetzt muss ich hier noch 3 Monate bleiben, bis ich hier wieder weg kann. Und ich sag mal, die Wohnungsbau hat dadurch im Endeffekt gar nichts gewonnen. Also, wie im Briefensiegel drauf. Dass hier, ich sag mal, in einem halben Jahr die anderen Blöcke auch leer sind, weil hier keiner mehr wohnen will. Weil erstmal, wir wollen die einfach hier nicht haben. Ganz einfach, schon klar, das sag ich Ihnen so. Ne? 2 Wochen ist es nun her, dass die Drügeheide hier die Botschaft übermittelt bekam, dass in dem Block hier hinter mir 150 Asylbewerber einziehen sollen. Die Botschaft wurde hier nicht gut aufgenommen, nicht wohlwollend hier in Drügeheide, nicht so wie der Nordkorea es darstellt, dass hier eine Willkommenskultur herrscht, sondern die Leute sind stinksauer, weil sie ihre Wohnung verlassen mussten,
vor 3-4 Monaten, als sie ihre Kündigungsschreiben bekamen, wurde ihnen mitgeteilt, sie sollen die Wohnung verlassen, weil die Neubauten abgerissen werden sollen. Jetzt auf einmal heißt es, wenige Monate später, dass die Asylbewerber hierher kommen und hier ein Asylbewerberheim entstehen soll. Hier noch ein Meinung mit einem Transparent getan. Deutsches Geld für deutsche Interessen. Nein zum Asylantenheim.